Vor langer Zeit lebten die Menschen glücklich und zufrieden. Yeah, Jubel! Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über ihnen ausbreitete. Weil Königin Brain ihre Unterhosen auszog. Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. Vom Wahnsinn getrieben schmiedeten sie einen Pakt mit dem Teufel. Ein schöner Teufel. Zu später Stunde kamen sie zusammen, um gemeinsam die Mächte der Finsternis mit ihrem sündigen Blut zu rufen. Sie zu erlösen von ihrer sterblichen Existenz, dem Anbeginn einer neuen Welt vor Augen. Gewalttätiges Licht! Und so begab es sich, dass nach 100 Jahren das Böse wieder Fleisch geworden war. Als unsterbliches Geschöpf der Nacht kam es die Gestalt des Wolfs, der Fledermaus oder des Nebels annehmen. Es labt sich am Blut der Menschen. Und ist sein eigener Zoo. Dracula, der Fürst der Finsternis, Herr des Teufelsschlosses, ist auferstanden. Selbst der Herr über den Tod ist Dracula bei Let's Play Castlevania Chino Rondo bzw. Rondo of Blood. Hab zwar keine Ahnung, warum das hier der Run-Button ist, den ich hier gerade drücke, weil es ein Plus ist, aber nun gut. Ich habe schon mal was vorbereitet, liebe Leute. Ich habe einen Speicherstand angelegt, bei dem ich mich etwas verschrieben habe. Batman! Verdammt, ich habe mich ja so mehr verschrieben, als ich gedacht habe. Es sollte ursprünglich Batman sein, ich habe hier mal reingespielt. Und ja, Batman wird es dann jetzt wohl oder übel sein. Starten wir das Spiel mit einem formschönen... Na. Mist. Das Intro muss ich wohl oder übel nachreichen. Das ist meine Hand! Und er sieht aus, als wäre er gekleidet wie ich. Nur ein bisschen dünner. Nicht wie ein Altertumsheld, Mensch. Der sich aufmacht, um Graf Dracula mit seinen Pappskeletten zu erledigen. Grüß Gott, was für ein haariges Bein. Rasier es! Nein, wir wollen es nicht rasieren! Ich schon. Und dabei ist sie gestorben, weil noch mehr Kunden aufgetaucht sind. Der Schuldeneintreiber. Ryu aus Street Fighter ist da. Tut mir leid, er hat ein bisschen Ähnlichkeiten und ordentlich Muckis. Allerdings scheinen seine Fäuste nicht mehr gereicht zu haben, weswegen er sich eine Kettenpeitsche zulegte, die andere zum Qualmen bringt, offensichtlich. Er ist umzingelt und macht Hadouken! Da! Wari-wari-ni! Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Ich wusste nicht, dass du das Anlegen eines Namens... und der beschwinglichen Kutschenfahrt in einem Prolog, hier schon so weit das schöne Intro entfernt wurde. Schneiden wir es vielleicht später mal rein. Oh, hoffentlich ein Regenschirmvertreter. Ein fröhlicher Regenschirmvertreter. Nein, er will mir mit seiner Aua, mit seiner fiesen Aua, das geht ja schon gut los, eins überbraten. Leider Gottes hat... Aua, es läuft ja viel schlechter. Oh, hab ich... Komm mal runter! Ich bin Richter Belmont! Und... Au! Oh, man kann es kaputt hauen. Das wusste ich nicht. Ich kenne dieses Spiel nicht gut, liebe Zuschauer. Ich wusste nicht, dass ich das kaputt hauen kann. Oh, er hat... Ich will seinen Mantel! Er hat einen schönen Mantel. Und den kann ich... Wo ist der Regen hin? Oh mein Gott. Es muss brennbarer Regen gewesen sein, oder? Nun denn, wir sind hier bei, wie gesagt, Castlevania, Chino Rondo, Rondo of Blood. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei DJK87 bedanken, der mir dieses Spiel mit seinem Let's Play vor längerer Zeit, behaupte ich jetzt mal, etwas näher gebracht hat. Und dafür, oder seitdem habe ich es mir gekauft, für die Virtual Console der Wii.
ist erschienen seinerzeit auf dem NeoGraph. Nee, ich habe keine Ahnung, wie die Konsole heißt. TurboGraph FX, genau. Und ist, glaube ich, PC Engine. Oder heißt diese Konsole woanders PC Engine? Ich habe keinen blassen Schimmer. Das kann euch der JKR87 sicherlich besser erzählen. Von daher guckt in sein Let's Play rein. Ah! Ah! Oh, hoffentlich war da Bier drin. Hoffentlich war da kein Bier drin. Das wird mich jetzt verschüttet werden. Ja. Im Gegensatz zum Castlevania für das Super Nintendo, also... Ah! Ninja! Ninja! Katana! Was auch immer. Egal. Im Gegensatz zu dem Castlevania 4 oder Super Castlevania 4 kann ich dieses Spiel hier überhaupt nicht gut. Deswegen werde ich wahrscheinlich in der ersten Folge schon failen, weil ich direkt aufs Ganze will. Ich weiß nämlich zufällig noch, so ein klein bisschen Probe gespielt habe ich vorhin, dass es hier einen Geheimgang gibt. Und ich bin mir nicht sicher, ob es in jedem Spiel, in jedem Level dieses Spieles so weit ist, dass es quasi in jedem Level eine Art geheimen Ausgang und quasi zwei Bosse, weil... Hilfe, ich will dieses Herz haben! Gib mir das Herz! Ja, hier kann man durch diese geheime Passage. Wie man das wissen soll, dass man da runterspringen kann, ohne zu sterben, ich weiß es nicht. Aha! Verdammt, war ja sonst nichts außer der Blume. Scheint nicht so zu sein. Ansonsten, gib mir einen Hinweis. Ansonsten soll das da vielleicht ein Hinweis sein. Beispielsweise, geh nach rechts! Geh nach rechts! Der Glaubensbruder da sieht ein wenig anders aus. Aber egal. So, hier kann man das kaputt machen. Hier kann man durchspringen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Und, der erste, ich sag jetzt mal optionale Boss. Ich nenne den, der man quasi, der geheimmäßig versteckt ist. Nenne ich den geheimen Boss. Ich meine, den optionalen Boss, weil er geheim ist. Und dieser geheime Boss ist übel. Ich werde sowas von krepieren. Ich könnte übrigens auch sterben, wenn ich hier runterfalle. Viele würden wahrscheinlich sagen, nimm die Axt mit. Nein. Nehme ich nicht mit. So, bevor wir in die Stacheln gehen, hier rüber. Sehr gut. Und im Grunde ist dies das letzte der klassischen Castlevanias, so, die ich kenne. Ich habe alles so, was nach oder mit Symphony of the Night kam, selber nie so wirklich gespielt. Hilfe! Riesententakel Teil Porno! Und jetzt muss ich gucken. Hui! Oh, ich hasse diesen Boss. Ich hasse ihn, ich hasse ihn. I hate. Shit. I hate him. So. Oh, oh. Nein. Ja. Und hauen. Gut, das sollte normalerweise ein bisschen schnuckliger aussehen. Meine ich. Aber ein... Ich mag diesen Move nicht. Ich mag diesen Move nicht. Da werde ich meistens getroffen. Habe ich den mal jetzt gerade erwischt? Nein. Ich werfe hier mein Zeug durch die Gegend und sollte mal hauen und zählen. Oh, oh. Nein. Ja, das meine ich. Er zielt massig Lebenspunkte ab und ich habe null, nada, niente. Null, nada. Moment, jetzt kommt er da oben. Aha, genau. Wumsen und Wumsen. Deswegen habe ich das Shit Kreuz genommen, um es zu werfen gegen diesen fiesen Möppelboss. Und na, da werde ich doch fast jedes Mal getroffen. Oh, hab ich ihn erwischt? Nein, habe ich nicht. Verdammt nochmal. Okay, zack, zack. Oder auch nicht. Wumsen, runter. Nein, werd getroffen. Nein, wieso? Nicht jetzt nach oben springen. Nicht jetzt nach oben springen. Spring rüber, danke. Wirf das Ding. Falsche Richtung. Okay. Ah! Treffen, nein. Oh Gott, ich habe vergessen zu zählen. Nein, oh Gott, bin ich gerade schlecht. Ich bin sowas von schlecht gerade. Sowas von. Gottverdammt, schlecht. Boah. Okay. Es kommt der oben rein? Wumms. Ah, oh, Musik. Die Musik ist übrigens super. Ich muss mich konzentrieren, deswegen... Oh, das war knäpplich. Oh mein Gott. Hui, nein, ich jetzt rüber. Oh, ich habe quasi einen Proberun gemacht. Ich habe 80.000 Millionen... Wow, ich habe im ersten Versuch geschafft. Ich weiß es nicht. Ich habe hier gerade, weiß nicht, 200 Versuche gebraucht und habe ihn nie besiegt mit meinem Testspeicherpunkt gedünst. Mit dem richtigen Berndman. Na, Berndman. Ja, komm, mach's Licht an. Discorama. Yeah. Ich sollte hier eigentlich mal meine Fresse halten, weil die Musik ist wirklich exorbitant gut. Das lag nämlich daran, dass das TurboGraph FX irgendwie die eine der ersten Konsolen, ich glaube 8-Bit-Konsole grafisch, meine ich,
Au! Penner. 8-Bit-Konsole grafisch, dafür mit einem CD bestückt. Mit einem CD. Ja, mit einem CD. Grafik. Wo ist die Grafik? Nein! Wo ist die Grammatik? Ich spiele zu viel. Ja, Dativ ist dem Grafik sein Tod. Scheiß. Ah! Raven Knight greift mich an! Krepier, danke, Töte Knight! Oh oh, haha! Wir müssen mal schneller werden hier. Zu langsam! Ja! Oh! Hier hab ich aufgehört zu üben. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Normalerweise kann ich hier, glaube ich, speichern. Ha! Jetzt geht's ja an den Kragen, Freund! Ha! Das soll mal einer sagen, ich kann nix hier! Zack! Raven Knight! Komm her! Genau, es gibt Pick-Pick-Pick-Pick-Pick-Pick-Pick-Körner zum Essen. Nein, also, Castlevania, Super Castlevania 4 ist so das letzte der klassischen. Symphony of the Night nie gespielt. Habe ich mir auch mal überlegt, könnte es mal machen. Viele Leute sagen, das sieht offensichtlich tödlich aus, nicht? Nein. Oh, oh, Hilfe! Oh Gott, es kann Feuer spucken. Natürlich kann es Feuer spucken, das konnten die Gargülen in... Ist es weg? Nein. Das konnten die Gargülen in Dark Souls auch. Das war alles gekommen. Oh, Fleisch. Das wusste ich nicht. Ich habe dieses Spiel zwar schon mal vor einer halben Ewigkeit durchgespielt, aber das war's dann auch. Also, fast zu 100%, weil es hier doch einige Geheimnisse gibt, liebe Zuschauer. Es gibt auch einen zweiten spielbaren Charakter, liebe Zuschauer. Und der ist Porno. Also, gefällt mir viel besser und ist damit viel einfacher als der olle Richter hier. Aber da kann man nun mal nichts machen. Leider Gottes ist er nicht so gewandt, nicht so agil wie sein Vorfahre. Ist es der Vorfahre? Simon Bell. Die können ja richtig viel für Standardgegner. So, stirb. Dingsen. Na, verdammt. Stirb. Lass dich treffen. Dankeschön. Danke. Fleisch? Nein, gar nichts. Aber wenigstens wissen wir schon mal, dass in dem einen Ding Fleisch drin ist. Ich bin auch für jegliche Angaben von... Oh, da ist ein besonderer... Gang, sag ich jetzt mal. Ein Geheimgang. Da gibt's besondere Dinger zu finden. Gerne, gerne, gerne. Weiß nicht. Ich glaube, da ist ein anderer... Also jedes Level ist so mehr oder weniger... Oder es gibt quasi zwei Teile, glaube ich, zu jedem Level. Aber in welchem man reinkommt, hängt es einerseits davon ab, ob man einen Geheimgang findet. Oder... Na, was soll's. Benutzen wir doch den guten Wein. Den Weingeist. Geht das kaputt? Nein. Ich frage mich immer, ob man noch darüber kann, aber das sieht nicht danach aus, deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal gerade ganz stark strommäßig die Treppe nach oben. Haha! So, jetzt gucken wir mal, was wir können. Haha! Oh, er verträgt keinen Alkohol, das finde ich gut. Spirituosen, Brandbomben. Uiuiuiui. Hilfe, Spider! Spider? Spider. Noch mehr Spider. Das sieht aus, als würde es einstürzen! Sag ich doch! Mann, bin ich gut. Foreshadowing. Okay, weiter. Also bis jetzt sieht das echt noch gut aus, aber bei dem Boss bin ich, bei dem ersten bin ich echt abgekackt, wie sonst was. Rave tot. Stirb, hau zurück. Warum kannst du nicht nach unten schlagen, nach oben schlagen? Das ging so im Super Nintendo. Nein, Alter, falsche Richtung. Es kotzt irgendwie Kaviar. Moment, ich dachte, es kommt vom Stör. Vielleicht ist es die störende Spinne. Bitte komm nach drüben, danke. Oh, und es wird dunkel, also müssen wir bald ins Bettchen. Und, uff. Also, ich würde es am liebsten als blind deklarieren, aber, ja, wie gesagt, ewig her. Ich habe keine Ahnung mehr, abgesehen von einem bestimmten Level, was mich erwartet. Und die Bosse, oh Gott, die Bosse werden mich sowas von umbringen. Sollte mehr üben. So, okay. Geschafft. Also, keine Ahnung, das sieht so vom Hintergrund eher, also das tüdelü bedeutet, Achtung, Achtung, bald kommt ein Boss. Wir haben zum Glück keinen Zeitmangel, deswegen können wir erörtern, ob wir hier irgendwie noch Fleisch haben. Das Fleisch. Kein Fleisch. Bitte lass irgendwo Fleisch sein. Fleisch. Das sieht irgendwie aus, ich keine Ahnung. Ich glaube, es könnte eine Fledermaus sein, die mich hier angreift. Kein Fleisch. Kein Fleisch. Okay, dann werden wir jetzt krepieren, versagen. Drüber. Ja, genau. Wunderbar. Oder? Nein. Oh Gott, ich weiß, wer kommt. 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 Es ist der... Moment. Im Hintergrund. Kommt der? Und jetzt wieder geile Bossmucke. Oh Gott. Es ist... Superman Römisch 4. Hier, nimm das. Ah, oh, Kamehameha kann er. So. Du wirst heute keinen schönen Tag erleben. Oh, ein
schwieriger Boss für viele. Auch für mich. Aua, aua. Geh weg. Was macht er? Oh. Wer? Nein. Oh ja, ich konnte ihn wegschleudern mit meinem mächtigen Cocktail. Andere Richtung. Nein. Oh, scheiße, mein Cocktail ist bald weg. Und jetzt, so, zack. Ich habe ja gesagt, ich habe kein... Oh, ich habe keinen blassen Schimmer. Nein, weswegen ich auch keinen blassen Schimmer hatte. Ich Idiot! Ich habe so viele Herzen gehabt. Nämlich, Mann, oder dieses ist das erste klassische... Oh, ich habe wieder meinen Cocktail des Todes. Dieses ist mehr oder weniger das erste klassische Castlevania-Spiel, wodurch man mit Hilfe von genug Herzen... Nein, ich wollte doch noch nicht durch. Ihr seht die 23 bei meinem Todescocktail. Sie glitzert jetzt gerade schön. Und das bedeutet, Wumsen! Dass ich... Wumsen, Wumsen, Wumsen! Ja, genau. Du hast eine Chance. Wumsen! Ah, hier, mehr. Oh mein Gott, warum bin ich gerade so gut? Warum bin ich gerade so gut? Hier, nimm das, Freundchen. Oh, Kacke. Kuckelkacke. So, noch einer. Ja, ich weiß, ich kann einen Dings-Crash durchziehen. Machen wir das mal mit dem falschen Knopf. Hier, komm. Ha, Todesregen. Ha, ha, ha. Au, 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 au. Hilfe, er ist nackt. Baby. Was für eine Unterhose ist das? Hugo Boss? Wir wissen es nicht. Aber wir haben ihn besiegt. Yeah. Einen zweiten Versuch. Dance Man. Yeah. Item Crash nennt sich dieses Ganze. Und es ist der Todesregen aus der Hölle. Hätten wir vielleicht das Feuer im Level davor oder zuvor löschen können. Und was sich in Level 3 befindet, das erfahren wir eventuell beim nächsten Mal. Von Let's Play. Castlevania, Rondo of Blood. Irgendwann mal. Ich töte alle Gegner. Und lass mich jetzt erstmal umbringen. Damit ich speichern kann. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.